Was geht ab, Leute? Mein Name ist Pubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Wir sind wieder back, also ihr wisst schon, so richtig back mit Equipment ist da, MacBook ist da, gutes MacBook ist da. Das heißt, man kann jetzt einfach arbeiten, Videos aufnehmen und schneiden. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit euch ein sehr, sehr geiles Video zu machen, was mehrmals angefragt wurde, und zwar das Thema Hosen. Top-Hosen. Und ich hatte schon alle Hosen, die ich richtig geil finde, da und habe festgestellt, okay, das wird zu viel. Ich will euch auch kein Video zumuten, was 25 Minuten geht. Und deswegen haben wir es jetzt aufgeteilt und machen heute quasi Sweatpants, Jogger und nächste Woche machen wir dann das Thema Jeanshosen. Das heißt, heute gibt es die meiner Meinung nach aktuell besten Jogger, die man kaufen kann auf dem Markt. Also die, wo ich halt schon so gekauft habe, beziehungsweise wo ich halt in der Hand hatte, für humanes Geld. Ja, das heißt, wir schauen jetzt keine Hosen an von irgendwelchen High-End-Fashion-Brands oder so, sondern Hosen, die halt in dem Preissegment sind, wo sich eigentlich jeder so einigermaßen wiederfinden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen es in folgender Reihenfolge. Wir fangen an bei der Hose, die mir, also das hört sich jetzt scheiße an, aber von den besten Hosen, die ich habe, die, wo mir am wenigsten gefällt, bis hin zu der, wo mir am besten gefällt. Alright, wenn ihr soweit seid, let's go. Und den Anfang macht hier die White Jogger von 85. Ich habe die Hose letztens erst vorgestellt bei dem 85 Kollektionsreview. Wer das noch nicht angeschaut hat, auf jeden Fall mal abchecken. Die Kollektion ist extrem nice geworden. Sehr, sehr spannende Kollektion. Also es poppt jetzt irgendwo hier oben auf. Eigentlich auch witzig, weil jetzt am Samstag kommt auch schon die nächste Kollektion. Also die geisteskranke Speed. Auf jeden Fall, es geht um die Hose. Das ist eine Sweatpants, die relativ locker und weit fittet. Und ich will euch gar nicht viel sagen. Passform seht ihr jetzt hier. Ich habe die schon auf Instagram geshootet. Waren-OGs sehen die Sachen meistens, bevor ihr sie seht, weil sie halt auf Instagram verfolgen. Also ihr wisst Bescheid, schaut vorbei. Was kann man zu der Hose sagen? Es ist eine Jogger, 80% Baumwolle, 20% Polyester. Passform, wie gesagt, relativ locker, relativ loose, ihr habt es gesehen. Wir haben zwei Hosentaschen vorne, ganz normal, oder Seitentaschen. Und wir haben hinten eine Tasche zum Reingreifen mit 85 Metallpatch als Veredelung. Vorne haben wir eben diesen Injection Print, heißt es soweit ich weiß, also so ein Gummiprint. Innen haben wir Bände, die sind auch sehr, sehr hochwertig, also die haben hier so ein Metallfinish. Ne? Warum ist sie die erste Hose, die ich jetzt quasi hier nenne? Aus zwei Gründen. Einmal, ich mag Polyester-Baumwollmischung nicht so sehr. Ich finde eine reine Baumwollmischung auf jeden Fall interessanter und attraktiver. Vor allem auch, weil dann der Folgendes nicht passiert. Ich habe sie gewaschen und dann in den Trockner geworfen. Ich werfe alles einfach in den Trockner. Und sie ist eingegangen. Und sie ist mir jetzt tatsächlich eigentlich schon ein bisschen zu klein. Also nicht von der Breite, sondern von der Länge. Die wisst ihr so, ihr habt es auf dem Foto gesehen, die soll schön stacken und das macht sie leider nicht mehr. Ja, deswegen ist es die erste Hose, die ich euch heute zeige. Nichtsdestotrotz an sich eine sehr, sehr starke Hose. Wer sie noch nicht hat, gibt es auch in Schwarz, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, aber schmeißt sie halt nicht in Trocken. Und die zweite Hose, die ich euch jetzt zeige, ist von der Marke Pegador. Habe ich bestellt bei DevShop. DevShop generell ein sehr nicer Shop, wenn ihr sparen wollt und geile Angebote so abchecken wollt. Die haben eigentlich immer irgendwelche Rabatte. Ich werde sowieso alles unten verlinken. Ich mache jetzt auch einfach einen Link zu DevShop runter, auch zu der Hose. Auf jeden Fall ist es eine Sweatpants, die sehr loose ist, also es ist eine White Sweatpants, ähnlich wie die davor. Bloß, die hat hier unten diesen Cutout. Genau, dadurch hat sie natürlich eine extrem geile Passform. Ich habe sie hier in einer Size M, ihr seht es jetzt hier, wie sie fittet, habe ich auch schon geshootet auf Instagram. Und auch hier haben wir leider eine Baumwoll-Polyester-Mischung. Ich glaube, genau, auch 80-20. Also im Endeffekt haben wir genau das gleiche wie bei der Hose davor. Sie ist schon relativ groß für die Size. Würde ich sagen, finde ich es an der Stelle gar nicht schlimm, dass sie ein bisschen eingehen wird. Ich habe sie noch nicht in den Trockner gehauen. Ich habe sie aber allerdings schon zweimal, also in zwei anderen Farben und zwar in der Size L. Da sind die ein bisschen eingegangen, so dass sie mir nur noch ganz leicht zu groß sind. Die ist mir eigentlich jetzt gerade auch ganz leicht zu groß, aber nach dem Waschen und Trocknen wird sie perfekt fitten. Und ja, extrem geile Hose. Einzig, was an der nicht so geil ist, einmal, wie gesagt, die Materialauswahl, also dass wir 80-20 Polyester Baumwolle haben. Das andere ist, es ist eine Frauenhose. Das ist auch wichtig zu wissen. Also das ist an sich per se nicht schlecht. Ich finde es eigentlich vollkommen scheißegal. Das ist eine Frauenhose ist, die fittet ja richtig nice. Nur dadurch, dass eine Frauenhose ist, hat die auch so eklig kleine Hosentaschen und das ist echt nicht so nice. Das nervt ein bisschen an der Hose, aber an sich von der Optik sehr, sehr starke Hose, macht einen geilen Fit und ich werde oft gefragt, Alter, was ist das für eine Pants, wo ist die? Aus der Frauenabteilung. Der Shop. So, und jetzt sind wir bei den Hosen angekommen, die ich persönlich am allermeisten feiere. Das sind die drei, vier besten Hosen, so, die ich habe im Bereich Sweatpants. Und den Anfang machen wir hier mit einer Hose von Preach. Die ist eine, ja, in einem sehr so hellgrau, leicht bläulichen Farbton. Die ist, glaube ich, aus vor zwei Kollektionen oder so kam diese Hose. Und was gibt es zu sagen? Also wir haben eine ganz normale Sweatpants, die etwas loose ist. Also sie ist nicht ganz so weit wie die von 85 zum Beispiel, aber die fittet trotzdem relativ loose und stackt auch schön auf den Sneaker. Was mir an der Hose extrem gut gefällt, sie ist super hochwertig von den Materialien. Also wir haben hier eine reine Baumwollhose. Wir haben einen Terry-Stoff, also ihr seht, dass hier wieder gewebt wurde. Dadurch ist sie natürlich, also fühlt sich für mich einfach deutlich, wirklich deutlich wertiger an als die zwei Hosen davor jetzt zum Beispiel. Die Besonderheit hier, wir haben vorne die Kordeln, die sind außen. Da haben wir so einen Stopper, wo auch Preach draufsteht. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen.
Und damit kann man eben, also ihr wisst ja, für was es da ist, muss ich euch nicht erklären, ihr seid ja nicht eingeblieben. Hinten haben wir zwei Taschen zum Reingreifen. Wir haben als Veredelung einmal diesen Preach-Stick hier, also das ist kein, hier steht nicht Preach, sondern hier steht, glaube ich, Strength auf Japanisch. Das war in der Kollektion, wo die Hose rauskam, ein Stilmittel, was oft verwendet wurde. Und wir haben unten am Bein eben die Möglichkeit, die Hose auch nochmal enger zu stellen, wenn man da keinen Bock drauf hat, dass die so locker ist und eben stackt. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Passform von der Hose habe. Glaube, ich müsste es haben. Wenn ich es nicht habe, blende ich euch irgendwie ein Foto oder so ein. Genau, aber wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, eben die Hose unten eng zu stellen und dann fittet sie halt wie so eine klassische Sweatpants. Auch nice. Also die Möglichkeit einfach, dass man variieren kann. An sich, wie gesagt, eine meiner Favorite-Hosen. Material, vor allem Material, das ist halt das, was mir sehr gefällt. Super hochwertig und auch schwer. Also ich glaube, das ist irgendwo, wir gehen halt im Bereich 400 GSM oder so sind wir da unterwegs. Richtig, richtig nice Jogger. So, und als nächstes muss ich eigentlich zwei Hosen gleichzeitig zeigen. Die sind auch wieder von 85. Warum muss ich zwei Hosen gleichzeitig zeigen? Ich erkläre es euch jetzt kurz. Ich fange an mit der neueren von beiden. Und zwar haben wir die 85 Split Sweatpants. Also die Hose ist relativ straight geschnitten, also ist nicht so weit wie jetzt zum Beispiel die Split Pants von Pegado, wo ich euch gerade gezeigt habe. Aber die Idee von dieser Hose ist ähnlich. Die ist nur relativ straight geschnitten, also nicht ganz so weit. Und wir haben einen etwas stärkeren Split hier unten. Und ein Element, was die Hose sehr spannend macht oder sehr gut aussehen lässt auf jeden Fall, ist, dass wir auf der Seite hier so einen Rip eingenäht haben. Seht ihr das? Wie so ein Streifen. Der geht über die komplette Länge der Hose bis nach unten. Das ist eben die 85 Split Sweatpants. Die hatten hier eine Grammage von, glaube ich, auch 350 GSM. Also wir haben auch 100% Baumwolle, auch ein Terry-Stoff, kann man hier gut sehen, der noch leicht gebrushed ist. Hier gibt es in mehreren Farben. Das hier ist jetzt das Stitch Grey oder gewaschene Grau auf jeden Fall. Dann gibt es noch so ein gewaschenes Schwarz. Warum meinte ich muss euch zwei Hosen zeigen? Diese Hose ist quasi die geupdatete Version von dieser Hose hier. Und die kam ein, zwei Kollektionen früher schon. Im Endeffekt ist es eigentlich die gleiche Hose. Wir haben auch hier eben diese Split-Sweatpants, ähnlicher oder gleicher Schnitt. Also wir haben unten auch hier diesen Split. Wir haben den Rip, der komplett eingenäht ist. Also von, ihr wisst, was ich meine, so halt komplette Hose von oben bis unten. Auch hier gleicher Baumwollstoff. Und warum kann ich mich nicht entscheiden? Wir haben zwei Unterschiede so zwischen der alten und der neuen Hose. Also die alte hier hat vor allem eine Sache, die ich extrem gut finde, ist eine eingenähte Bundfalte. Seht ihr das hier? Wir haben hier eine eingenähte Bundfalte und die geht natürlich über die komplette Länge von der Hose. Und dadurch hatte ich oft die Situation, dass man die Hose gar nicht so als Jogginghose wahrnimmt. Einfach weil sie ein bisschen, versteht ihr, was ich meine, so ein bisschen edler wirkt durch die Bundfalte. Die neue Hose, bei der wurde der Fit ein wenig optimiert, weil die alte ist zu lang. Die neue wurde ein bisschen gekürzt und es wurde die Bundfalte entfernt. Und da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, was fand ich besser, was fand ich nicht besser. Aber beide Hosen trage ich an sich sehr gerne, bin mit beiden sehr happy und deswegen wollte ich euch beide zeigen. So, und den Abschluss, Leute, macht eine Hose, die meiner Meinung nach einfach fix die beste Hose aktuell auf dem Markt ist als Jogger. Und zwar ist es die Jogginghose von Rootatoo. Die habe ich euch letztens erst vorgestellt, als ich gefragt habe, hey, sind das die besten Produkte von Rootatoo? Im Video poppt es auch hier irgendwo wieder auf. Auf jeden Fall ganz kurz, wir haben eine Straight Jogger, 100% Baumwolle, 400 GSM. Die ist gebrushed von innen. Genau, also das ist so, ja, ist halt gebrushed einfach, was soll ich erklären? Von außen hat die natürlich einen extrem sexy und extrem geilen Wash drauf. Also die originale Farbe ist ja das hier, was wir hier innen sehen. Und das hier ist das Ergebnis nach der Waschung, also sehr, sehr geile Sache. Und was die Hose interessant macht, ist natürlich, dass sie unten einen leichten Flair hat. Also sie hat einen Schlageinsatz eingenäht. Ich hoffe, man sieht den jetzt hier. Das ist dieses Rip-Ding. So. Das ist hier eingenäht und dadurch hat die Hose einen leichten Schlag und der Saum unten wurde offen gelassen. Also, was heißt offen gelassen? Er wurde ganz normal zugenäht, so seht ihr das, wie man halt einen Saum so zunäht. Und dann ist man hergegangen und hat quasi hier diesen Bereich aufgeschnitten. Dadurch wirkt die so, als ob der Saum offen ist, aber rollt euch nicht weiter hoch. Seht ihr das? Weil diese Naht hier stoppt das dann dadurch. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dadurch, also finde ich sehr gut gelöst. Für mich einfach die aktuell geilste Jogger, dem geilsten Fit. Foto, wie sie fittet, seht ihr jetzt hier. Und ich würde sagen, Props an Rootatoo, dass sie, finde ich, einfach eine extrem, extrem, extrem starke Jogger rausgehauen haben. Alright, das war's, Freunde, wir sind durch. Alright, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst Bescheid, wie immer, lasst mir gerne eure Meinung da in den Kommentaren. Ich check's auf jeden Fall ab. Unser nächstes Video, bin mir noch nicht ganz sicher, was wir da machen. Kann auch sein, dass da schon die Top-Jeans-Hosen kommen, weiß ich nicht. Ich habe auch vor, was zum Bereich Schuhe und Sneaker für den Winter zu machen. Also, bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin, euer Mubex. Ciao.